Sie waren Händler, Bauern, Krieger, Fürsten und Druiden. Sie schufen fantastische Kunstwerke und die besten eisernen Schwerter ihrer Zeit. Jahrhundertelang europaweit. Die Kelten. Da sie uns keine Schriftquellen hinterlassen haben, sind wir auf die Archäologen und ihre Experimente angewiesen. Sie helfen, die geheimnisvolle Welt der Kelten zu entschlüsseln. Dezember 2010. 14 Stahlrohre werden in das Erdreich unter eine keltische Grabkammer getrieben. Der Grund für die spektakuläre Aktion? Archäologen vermuten in ihrem Innern eine keltische Prunkbestattung. 80 Tonnen Keltengrab werden in einem Block gehoben. Eine technische Meisterleistung. Keine Botschaft aus der Vergangenheit soll verloren gehen. Im Labor kann unter optimalen Bedingungen weiter ausgegraben werden. Auch vor Grabräubern sind die vermuteten Schätze dann in Sicherheit. Aber warum vermuten die Archäologen überhaupt Schätze im Grab? Das liegt hauptsächlich am Fundort. Das Grab lag jenseits der Donau in Sichtweite der Heuneburg. Dieser Fürstensitz, der zu einem kleinen Teil rekonstruiert wurde, gilt als einer der Entstehungsorte der keltischen Kultur. Zwischen 620 und 480 vor Christus war hier eines der Wirtschafts- und Machtzentren der Kelten. Das Plateau war gut befestigt und dicht besiedelt. Sehr wahrscheinlich ist die Heuneburg die älteste Stadt nördlich der Alpen. Wir rechnen etwa mit mindestens 5000 Menschen, die hier lebten und in der Außensiedlung lebten. Aber die Heuneburg war sicherlich der zentrale Punkt für eine viel größere Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von mehreren 10.000 Menschen, vielleicht sogar eine Bevölkerungszahl, die im sechsstelligen Bereich lag. Und unter diesen vielen Kelten gab es auch sehr Reiche, die sich prächtige Bestattungen leisten konnten. Im 80-Tonnen-Keltenblock verbarg sich ein 4x5 Meter großes Kammerschachtgrab, das nun von einer Spezialbühne aus Schicht für Schicht freigelegt wird. Immer wieder glänzt es golden. Über 20 Goldobjekte markieren quasi den Körper der Verstorbenen. Es war eine Frau, eine sehr reiche Frau, die um 580 vor Christus hier bestattet wurde. Wir haben ja hier auf der Heuneburg nicht nur diese Architektur, wir haben auch im Umfeld reiche Gräber. Und das sind die Grabstätten der Adligen, die hier den Ton angaben. Und die sind um 600 vor Christus wirklich zu Reichtum gekommen, durch Kontakte mit dem Süden, aber eben auch durch neue Organisationsformen hat man es da verstanden, hier tatsächlich ja, fast zu königlichem Reichtum zu gelangen. Neue Organisationsformen. Damit ist das Auftauchen aristokratischer Strukturen gemeint. Keltenherrscher, zu deren Umfeld sicher auch die Frau aus der Grabkammer zählte, hatten die Heuneburg zur Machtzentrale ihres Fürstensitzes ausgebaut. Hier lagerten auch ihre Schätze. Die Kelten und ihr Schmuck. Das ist eine ganz besondere Beziehung. Oft war er kunstvoll verziert, am liebsten natürlich war er aus Gold. Fibeln, also Gewandspangen, hielten die Kleidung zusammen. Ringe und Armreifen gehörten zur Grundausstattung der Frau von Stand. Eine Besonderheit sind diese Halsreifen. Sie standen nicht nur bei den Frauen hoch im Kurs. Heute würde man sagen, die Kelten waren schmucksüchtig, Frauen wie Männer. Man zeigte, was man hatte. Und auf der Heuneburg hatte man viel. Die Heuneburg liegt im Kernland der frühkeltischen Besiedlung. Doch woran erkennt man die Kelten? Die Archäologen haben sehr ähnliche Gewandspangen, die gleiche Art der Eisenbearbeitung und den Brauch, die Toten in Grabhügeln zu bestatten, von Ostfrankreich bis nach Ungarn gefunden. Das ist die kulturelle Klammer, die für uns heute die Kelten definiert. Am Keltenblock steigt die Spannung. Ein besonders großes Glanzstück wird vorsichtig freigelegt. Eine goldene Gewandfibel in typisch keltischer Form. Die Verzierung
ist extrem filigran gearbeitet. Ja, wir haben neue Einblicke hier durch dieses Grab gewonnen, unter anderem was die Kunsthandwerker dieser Zeit anbelangte. Offensichtlich arbeiteten hier für diese vornehmen Leute Goldschmiede, die ihr Handwerk in Etrurien, südlich der Alpen, also in Mittelitalien, erlernt haben. Die Fürstin im Keltenblock war also nicht nur reich, sie hatte auch Geschmack und weitreichende Beziehungen. Die Archäologen haben Rainer Fein ins Labor gebeten. Er ist Obermeister der Goldschmiedeinnung Stuttgart und soll helfen zu verstehen, wie die Kelten vor über 2500 Jahren so ein filigranes Kunststück fertigbrachten. Die Idee? Könnte man nicht versuchen, die Fibel nachzuschmieden, um dabei das kunsthandwerkliche Können der Kelten experimentell nachzuvollziehen? Eine Herausforderung für Meister Fein. Also von der Arbeit her ist es sehr hoch einzustufen. Das wird eine sehr schwierige Angelegenheit, weil ich kenne die Kelten, ich kenne auch Schmuckstücke der Kelten und ich weiß, man tut es so manchmal sehr leichtgläubig ab und sagt, naja, aber das waren ganz tolle Meister, waren ganz tolle Goldschmiede, die, so wie man das auch hier sieht in dieser Fibel, es uns heute nicht sehr, sehr einfach machen. Im Gegenteil, es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich bin sehr beeindruckt von dem keltischen Meister. Der erste Arbeitsschritt. Der Rohstoff Gold wird geschmolzen. Für die Kelten lag hier schon die erste Schwierigkeit. Das in der Natur vorkommende Gold ist unterschiedlich rein. Um aber ein Schmuckstück optimal zusammenzusetzen, mussten sie immer die gleiche Reinheit des Goldes erzielen. Da die Kelten ja keine Goldanalysen kannten, mussten sie sich auf ihr Gefühl verlassen und die Farbe des Goldes ganz genau studieren. Zweiter Schritt. Der Goldbarren wird zu einem Blech gewalzt, um es dann gut bearbeiten zu können. Statt schwerer Stahlwalzen hatten die Kelten nur Hämmer, um das Gold mühselig zu treiben. Doch für ihren Goldschmuck taten sie alles. Den Beweis dafür finden wir immer wieder in den gewaltigen Grabhügeln. So sah das Grab des Fürsten von Hochdorf an der Enz aus, ein Prunkgrab. Halsring und Armband aus Gold, auch die Fibeln, typisch keltisch. Auf seiner Brust lag ein Dolch mit sehr aufwendig verzierten Goldbeschlägen. Auch die anderen Schmuckstücke waren in dem Stil dekoriert, wie wir ihn von der Fibel der Fürstin aus dem Keltenblock kennen. Das muss in der High Society vor 2500 Jahren groß in Mode gewesen sein. Von Frankreich über Süddeutschland bis nach Ungarn prägten die Kelten nicht nur durch ihren Schmuck eine einheitliche Kultur in Europa. Das tagelange Liegen auf der Grabungsbühne zahlt sich immer mehr aus. Honigfarbene Objekte kommen in der Grabkammer zum Vorschein. Das ist super, ja. Ganz behutsam pinselt Nicole Ebinger Rist sie frei. Verzierte Bernsteinperlen. Das versteinerte Ostseeharz, die Tränen der Götter, hatte bei vielen frühen Kulturen eine magische Bedeutung. Sicher auch bei den Kelten. Bernstein kam von weit her, aus dem Baltikum. Indiz für weitreichende Handelsverbindungen der Kelten. Märkte spielten eine wichtige Rolle. Und gerade der Handel mit Luxusgütern, die oft auch aus dem Mittelmeerraum stammten, machte die Fürsten reich. Pelze aus den weiten Wäldern des Ostens waren ebenso beliebt wie Eisenwaren aus den Ostalpen. Von den Alpen kam auch Salz. Ein Ort wurde mit Salzabbau und Handel so reich, dass er der ganzen Epoche seinen Namen gab. Hallstatt in Österreich. Hallstattzeit. Eine Blütezeit des Handels, der vom Mittelmeer bis zum fernen Nebelland an der Bernsteinküste im Norden reichte.
Die Heuneburg war sicher ein bedeutender Handelsplatz. Und mit Handel wurde man zu allen Zeiten reich. Besonders natürlich der, der ihn kontrollierte, der Keltenfürst. Sein Gefolge und damit die Stadt wurden immer größer. Die Lage der Heuneburg an einem Verkehrsknotenpunkt war dabei von Vorteil. Über die Donau war man an ein Flusssystem angeschlossen und gut vernetzt. Über diese Handelsverbindungen kam sicher auch der Goldkünstler, der die Fibel aus dem Keltenblock schuf. Und der stellt Meister Fein heute vor eine wahre Probe seines Könnens. Aus dem gewalzten Goldblech schneidet er die Form aus, die er für den gewölbten Spangenkopf benötigt. Mit seiner Atemluft dosiert er genauestens die Flamme, die das Gold auf die richtige Bearbeitungstemperatur bringt. Nach Hunderten von exakt ausgeführten Hammerschlägen entsteht die gewünschte Wölbung. Die nächsten Schritte. Das Stück wird in einer Art Kitt fixiert und die Verzierungslinien mit Augenmaß aufgetragen. Danach ist Fingerspitzengefühl gefragt. Das Muster wird in das Gold getrieben. Ein falscher Schlag und die ganze Arbeit beginnt von vorn. Auch beim Keltenblock wird es delikat. Die Chefrestauratorin ist auf höchst kunstvoll verzierte Goldperlen gestoßen. Dünnste Golddrähte sind in winzigen Kreisen auf das hohle Goldkügelchen aufgebracht worden. Ohne Lupe. Die gab es damals noch nicht. Das ist höchste Goldschmiedekunst vor über 2500 Jahren. Vergleichbare Stücke gibt es nur bei den Etruskern. Die Keltenfürstin hatte einen exklusiven Geschmack. Im Atelier von Rainer Fein wird eine Nadel vorsichtig an die Spange gelötet, damit die Fibel schließlich ihre Aufgabe übernehmen kann, nämlich das Gewand zusammenzuhalten. Jetzt ist die Rekonstruktion fertig. Die Arbeitsstunden hat Rainer Fein nicht gezählt, aber er ist stolz, dass er dem keltischen Vorbild nahe gekommen ist. Hochachtung, Hut ab. Sind tolle Leute gewesen und bin eigentlich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich den Beruf habe. Wo man weiß, das ist eine Tradition von Tausenden von Jahren und die Arbeitsmöglichkeiten haben sich geändert, aber das Metall ist das gleiche geblieben. Die Freude am Schmuck, an der Gestaltung mit Sicherheit auch. Er hatte sehr viel Spaß dabei, bin ich sicher. Ja? Und so geht es mir heute auch. Der Handelstag geht zu Ende. Der Häuptling des Marktplatzes kassiert Abgaben von den Händlern. In Form von Naturalien, Hacksilber, Gold oder griechischen Münzen. Dafür gewährt er ihnen Schutz und überhaupt die Möglichkeit, Handel zu treiben. Je größer der Markt, desto größer der Gewinn. Das haben auch die Kelten schon früh erkannt. Der Herrscher der Heuneburg war sicher einer der mächtigsten Fürsten der Kelten. Er hatte es geschafft, eine große Gefolgschaft um sich zu scharen und ein großes Territorium zu kontrollieren und, ganz wichtig, auch ein Gemeinwesen zu organisieren. So gelang es den Kelten, die wahrscheinlich ersten Städte nördlich der Alpen zu bauen, befestigte Fürstensitze zu etablieren, großen Reichtum und die kunstvollsten Schätze anzuhäufen. Man darf gespannt sein, welche Geheimnisse noch in den Grabhügeln der Kelten verborgen sind.